Genau, das nächste Spiel jetzt gegen den KSC. Wie hast du den KSC zuletzt gesehen, die aktuell in der Liga auf dem 9. Platz eher im Mittelfeld der Tabelle stehen? Ich finde es immer schwierig, in dieser Liga auf die Tabelle zu schauen, weil man sieht, jede Woche einem wird alles abverlangt, egal gegen wen man spielt. Und man hat es jetzt auch im Pokal bei Karlsruhe gegen Hamburg gesehen, dass es ein sehr enges Spiel war, Hamburg am Ende natürlich weitergekommen ist, aber auch da hat man gesehen, dass Karlsruhe mit einer Mannschaft aus den oberen Tabellenplätzen mithalten konnte. Und deswegen glaube ich auch wieder, wird es ein sehr intensives Spiel und die werden uns alles abverlangen. Eine Frage, was macht Karlsruhe offensiv gefährlich? Stichwort schnelle Außenbahnspieler wie Benjamin Goller. Ja, ich glaube, da ist auch mit Hofmann vorne als Zielspieler so ein bisschen das Spiel drauf ausgelegt. Also vielleicht ein langer Ball einmal nochmal kontrolliert ablegen und dann auf die Außen in die Räume spielen. Und das zieht sich jetzt bei uns auch ein bisschen seit der Rückrunde durch. Darum geht's. Rückraumsicherung, Konterabsicherung. Also werden wir da bestimmt ein besonderes Augenmerk drauf legen müssen.